eine Frage, die immer vorkommt, ist, manche Leute sagen, ach, die Leute, die werden nur essen und so weiter. Am besten gibst du Geldbetrag und verteilst du auf die Leute. Das ist keine Aqiqa. Wenn man das gemacht hat, dann ist das keine Aqiqa. Das heißt, dass du den Leuten nur Geld gibst. Angenommen, ein Schaf kostet 100 Euro, du hast eine Tochter bekommen, dann gibst du die 100 Euro für die Armen. Das ist kein Aqiqa. Ein Aqiqa ist mit Schlachten verbunden. Da muss man hier in diesem Zusammenhang schlachten. Aqiqa ist Pflicht. Aqiqa ist Pflicht. Wenn man natürlich Geld hat. Wenn man kein Geld hat, dann könnte man warten. Später kannst du machen, egal wann du willst. Bei Schafi'iyah, die sagen, man macht das am 14., am 21. und so weiter. Aber das ist nur eine Meinung. Also du kannst das, wann du willst, machen, hauptsächlich, du machst das für deinen Sohn oder für deine Tochter. Angenommen aber, hat dein Vater keine Aqiqa für dich gemacht. Du kannst das, wenn du erwachsen geworden bist, du kannst das selber für dich tun, weil der Prophet Muhammad s.a.w. für sich selber Aqiqa gemacht hat. Trotz, dass er sie geschlachtet haben, aber der hat das gemacht, damit er uns beibringt. Aber man hat überhaupt kein Geld in seinem Leben, der Vater zum Beispiel, und der ist gestorben und der hat keine Aqiqa gemacht, dann können die anderen auch für ihn machen. Es ist kein Problem. Und barakallahu fikum, man lädt die Leute ein, ob sie arm sind oder reich sind. Und da sollte man viele Leute einladen zur Aqiqa, damit sie erfahren, dass du einen Sohn bekommen hast, damit sie, oder eine Tochter, und damit sie für dich Dua machen. Und wenn du das gemacht hast, nach Aqiqa, dann natürlich fängst du mit der Erziehung deines Kindes an. Und du versuchst dein Kind nach Islam zu erziehen. Du versuchst dein Kind, deinem Kind den Islam beizubringen. Du versuchst, deinem Kind sozusagen zu schützen, dein Kind zu schützen in deinem Leben, indem du ihn den richtigen Weg zeigst und indem du ihn sozusagen den Islam beibringst und vermittelst. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Das heißt, die Sache ist nicht nur Aqiqa oder Schlachten oder sowas weiter, barakallahu fikum, sondern die Sache ist mehr als nur Essen zu kochen und dass man, barakallahu fikum, dass man nur ein Kind bekommt, sondern die Sache ist wichtiger in diesem Zusammenhang. Das war vielleicht eine kurze Zusammenfassung für die Dinge, die man macht oder die Handlungen, die mit einem Kind verbunden sind. Und da hat man gesehen, barakallahu fikum, es gibt klare Sachen, zum Beispiel wie Namen geben, Aqiqa, was schlachten und natürlich Haare abrasieren, die sind klar. Dann haben wir noch drei Handlungen, die sind umstritten zwischen den Gelehrten. Da könnte man natürlich danach suchen, nach den Beweisen. Jetzt die Frage, die hier vorkommt, ein Vater kommt, sagt, ja, ich habe den Islam damals nicht praktiziert und ich habe drei Kinder oder vier Kinder. Und ich habe für keinen von ihnen, von diesen Kindern Aqiqa gemacht. Muss ich nochmal machen? Ja. Wie machst du das? Langsam. Zum Beispiel jedes Jahr für ein Kind. Wenn du aber viel Geld hast, dann kannst du das für die vier Kinder zusammen machen. Ich wurde gefragt vor einem Jahr hier in dieser Moschee, wenn man sieben Kinder gehabt hat und da muss man für sie Aqiqa machen. Sieben Kinder, das ist sehr viel für ihn. Der hat nicht das Geld dafür. Könnte man eine Kuh schlachten? Ja, ich habe gefragt danach und barakallahu fikum, ja, man könnte das machen. Wenn man natürlich sich verspätet hat. Aber wenn man natürlich, wenn man richtig machen will, wenn man den Islam richtig praktizieren will, da sollte man für jedes Kind, wenn das Kind geboren wird, am siebten Tag etwas schlachten. Oder später. Aber am siebten Tag ist die Sunna. Und pass auf bitte, unterscheidet zwischen Essen und Schlachten. Schlachten sollte man am siebten Tag.
Aber Essen kannst du auch eine Woche später machen. Weil die meisten Leute hier in Europa, die sammeln sich am Wochenende. Heute in Ramadan, natürlich Ramadan ist eine Ausnahme. Ich meine, Ramadan noch 3 Tage, denn die Moscheen werden leer, möge Allah uns bewahren. Das ist normal, wir kennen das. Aber du kannst es sozusagen machen. Angenommen, Aqiqah ist bei dir am Mittwoch, du schlachtest. Aber die Leute, wenn du sagst, am Mittwoch kommt, die Leute kommen nicht. Was kannst du hier machen? Du kannst schlachten am Mittwoch und du wartest mit dem Essen bis Samstag zum Beispiel. Es ist kein Problem. Deshalb bitte unterscheiden hier zwischen dies und dem. Eine Frage auch, die sehr wichtig ist, wie alt sollte das Schaf oder Lamm sein, wenn man das schlachtet? Ist egal. Manche Gelehrten sagen, das sollte 6 Monate sein und älter, weil sie sozusagen Analogieschluss gemacht haben auf Al-Udhiyah, das bedeutet Opferschlachten. Aber Barakallahu fikum, es gibt dafür keinen Beweis. Es gibt dafür keinen Beweis. Deshalb, da kannst du ein Lamm nehmen, klein, groß, wie du willst, und du kannst das für die Leute schlachten. Und du sollst Allah dabei natürlich fürchten, indem du weißt, wenn du immer was Besseres machst und was Besseres gibst, dann wirst du auch mehr Lohn bekommen in diesem Zusammenhang. Wichtig ist, Barakallahu fikum, auch, dass man etwas beachtet. Wenn man das macht, man macht das für Allah, nicht für die Leute. Dass du das Ikhlas dabei haben. Und du machst das, damit du Ajr von Allah bekommst. Und damit Allah dein Kind schützt. Und damit Allah dein Kind segnet. Und damit Allah subhanahu wa ta'ala dich und sozusagen dein Kind, ein gutes Kind, aus diesem Kind gutes Kind macht. Und dieses Kind wird eines Tages für dich Dua machen. Wenn du stirbst, dann macht er für dich Dua. Und hier ist sehr wichtig dann die Erziehung nochmal, was ich erwähnt habe. Und ich wiederhole nochmal, weil das am wichtigsten ist. Natürlich, Barakallahu fikum, in solche Situation, was wir heute zutage haben. Schaut mal die neue Generation, was sie machen. Wie das früher war und wie das heute geworden ist. Deshalb sollte man, Barakallahu fikum, Allah fürchten. Sollte man versuchen, nach der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sozusagen zu praktizieren. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة.